zu wenig Credits. Du kriegst immer noch kein Geld. Speichern wir nochmal. Jetzt hat. Weil es kommen immer solche Nachrichten, wenn wir auch Geld überwiesen bekommen. Und das ist halt dann nach und nach auch leicht anstrengend, wenn man versucht, irgendwie. Wenn man wirklich versucht, irgendwie im Sinne dann zu bleiben, um ein bisschen Geld zu bekommen. Ist halt auch nicht gerade simpel dann. Das ist Stationswrack. Tiladi Union, okay. Und diese Nebel, wo man gerade Blitze sieht, der macht unser Schiff auch recht schnell kaputt. Ah, die fliegen wieder nach Albion. Erreiche frühreifer Profit. Ah, die können zu diesem Zerstörer Phönix. Beides nicht. Okay. Meine Katze ist gerade hier und ist unpässlich, weil sie nicht, sie kann raus, aber es regnet draußen und dementsprechend unpässlich ist mein Kader gerade. Also können wir nochmal zu dem Xenon P fliegen, weil da sind recht viele Sachen, wo um das Xenon P sind. Als auch hier drüben gibt es einiges, wo wir uns vielleicht unter den Nagel reißen können. Dieses System ist eigentlich am leichtesten zu erkunden, wenn man wirklich wenn man wirklich einen Träger hat, weil das ist wirklich riesig, das System. Und das macht dann, weil bis man das mit der Skunk erkundet hat, hat man das mit dem Träger und Jägern doch viel, viel schneller erkundet, wie wenn man selber drauf losfliegen würden. Ich habe das schon mal versucht. Ich gebe es ehrlich zu. Aber ich bereue es, dass ich es mal gemacht habe. Weil bis ich wieder zurückgekommen bin, hat es ewig gedauert. So viel kann ich schon mal sagen. Da war ich recht lang unterwegs. Die Hackerchips brauchen wir nicht. Können wir alle auswerfen. Wundert mich gerade, dass die sich nicht gegenseitig bekämpfen. Eskortieren. Okay. Wasserstoffsammler von den Tiladi. Ich würde gerne ein bisschen was erkunden, aber ich weiß bloß nicht, in welche Richtung. Wir müssen hier ist die Sprungboje. Gibt es hier sonst noch irgendwelche? Welche Flotte nähert sich? Sie möchten den Auftrag also übernehmen. Hallo, Sir. Nehmen wir die beiden Aufträge an. Dann
sollten wir auch ein bisschen Geld kriegen. Weil auch hier, ja, die Jäger der Tiladi sind übrigens bei der Verbrecherflotte immer dabei, wenn man so eine Verbrecherflottenmission annimmt. Ja, da haben wir schon das erste Schiff. Aber ich habe auch einen kleinen Auftrag und du willst die Station angreifen. Der Harrier. Viele Schiffe sind, und vor allem bei den Tiladi, sind wirklich nach ihren, nach den Teilen benannt, wo sie nach den X-Teilen, den vorherigen X-Teilen benannt. Das ist das Schöne. Steht tief in ihrer Schuld. Ich fürchte, dass unser Dank nicht als Kompensation ausreicht. Die Harrier sieht komisch aus. Vom Design her. Jemand denkt, dass Tiladi neue Rumpfplatten braucht. Es wurde sicher im Frachtraum verstaut. Das haben wir auch. Das ist jetzt kaputt gegangen. Hier ist ein kleiner Hangar, wenn wir Jäger kaufen würden. Hier drüben. Exzellent! Ich habe die ganze Zeit geglaubt, dass Sie es schaffen. Rein, das wäre jetzt das. Ah, noch ein seltener Anschluss, den wir dringend brauchen. Eine freudige Überraschung. Sie haben es geschafft. Ein P. Das werden wir nicht erreichen. Dann würde ich sagen, mit dem Geld, wo wir haben, könnte man generell die Station hier aufrüsten. Unsere Station steht tief in ihrer Schuld. Ich fürchte, dass unser Dank nicht als Kompensation ausreicht. Handelsupdates sind immer praktisch. Dann können wir nochmal. Schauen wir nochmal. Wenn es ein günstiges
Aufrüstung, wo wir irgendwas dann bauen können, bekommen. Warte kurz, ich möchte bloß nicht mehr, dass wir weiter zu, rückwärts fliegen. 2-2. Dann hier Details rufen. Guten Tag, ich stehe zu Ihren Diensten. Haben Sie noch einen Wunsch? Nur keine falsche Bescheidenheit. Stirnlager können wir später machen. Wir könnten das machen, aber das würde halt wieder sehr viele Credits gebrauchen. Entschuldigung. Das würde auch viel... Wiedersehen. Was braucht denn die andere Station noch? Details rufen. Sie sind mein Boss, oder? Sind wir hier jetzt fertig mit Zeug anstarren? Mach mal. Ja, das machen wir jetzt. Diese die Upgrades hier noch recht zackig. Das. Den hier. Weiter. Oh. Sie wählen eines, wir bauen es, Sie leben damit. Ändern. Okay. Wir brauchen sozusagen das gleiche nochmal, dann kann man diese Station so gesehen komplett. Okay. Ah, das Kartell wird von der Teladi-Union jetzt hat angegriffen. Wie gesagt, diese beiden Fraktionen mögen sich nicht unbedingt. Irgendwie explodieren hier überall Schiffe. Und keine Ahnung, warum genau. Müsste sich hier auch ein Xenon P nähern. Oder ein K-Zerstörer, aber das ist. Ja, das müsste ein K-Zerstörer sein. Ich sehe es jetzt bloß nicht. Ah, hier drüben. Die Union. Ja. Ich weiß nicht, wie effektiv die Schiffe der Teladi sind. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss ich passen. Aber wir könnten ja mal auch einen Phönix und einen Kondor bauen. Weil so schlecht sehen diese Schiffe ja auch nicht aus, dass die sind. Weil die haben... Oh... sind eigentlich nicht ganz so schlecht, haben halt nicht allzu große Waffen, nicht viel, viele Waffen. Das ist der Kondor. Der Kondor ist in den vorherigen Teilen der Träger des Teladi-Unternehmens. Und der Phönix hat halt ein. Okay. Da sieht man, die anderen Fraktionen greifen auch immer wieder die Handelsschiffe hier an. Weil auch unsere Schiffe wurden hier angegriffen. Weil die Fraktionen untereinander es nicht wollten, vor allem die Teladi,
wenn man mit der Teladi Union handelt. Das mögen sie irgendwie nicht. Aber wenn es gut geht, kommt das Schiff heil davon. Mal schauen. Da sieht man jetzt eine Greife, Rauder Phönix an. Ist noch eigentlich alles Raumkraut, Nahrungsmittel. Oh. Jetzt wünschte ich mir, wir hätten ein Handelsschiff. Frachtraum verstaut. Aber haben wir leider nicht. Dann fliegen wir, glaube ich, wieder zurück. Weil wir können hier. Weil hier möchte ich wirklich mit einem Träger oder so erkunden. Weil es um Welten einfacher. Vor allem bei Heimat des Profits hier, wo wir jetzt halt sind. Details. Dann geben wir dem mal ein bisschen Geld, damit er wieder was einkaufen kann. Wir können ja mal kurz schauen, was die machen. Optische Fasern. Okay. Was hast du? Nichts. Okay. Ist auch in Ordnung. Scannerfelder werden nach und nach mehr und die werden auch momentan nicht gebaut. Wir gekauft mehr, weil wir die ja selber produzieren können. Und man sieht, diese Explosion von dem Schiff hat auch die umliegenden Schiffe beschädigt. Rauder Phönix. Die überfallen so gesehen die Schiffe. Hier haben wir Wasser. Ah, die holen sich jetzt halt das ganze Wasser. Möchte ich mal einen anderen Phönix kurz mal anschauen. Das ist ein Kondor. Kondor. Anscheinend können so Phönixe hier viele Waren aufnehmen. Auch interessant. Dann kann man sie immer noch nicht. Aber ich gehe da mal jetzt ein bisschen auf Abstand. Phönix. Ah, komm. Jetzt verstehe ich die Welt gerade nicht. Alpha.
als Reaktion auf massive Xenon-Vorstöße in Grenzsektoren der Teladi, darunter profitabler Handel und Heimat des Profits, entschied sich das Teladi-Unternehmen dazu, seine Flotte von Grund auf neu zu entwerfen und den Fokus auf Manövrierbarkeit und verbesserte Schilde zu legen. Die Phoenix stand im Fokus der Umbauanstrengungen. Reaktion auf massive Xenon-Vorstöße in Grenzsektoren der Teladi, darunter profitabler Handel und Heimat des Jetzt suche ich mir mal den gibt es, muss es doch hier irgendwo nennen. Großschiffshändler. Ja, was wollen Sie von den Teladi? Phoenix. Als Reaktion auf massive Xenon-Vorstöße in Grenze. Handeln. Grüße, Freund. Welch prächtiger Tag zum Handeln. Okay. Ja, was wollen Sie von den Teladi? Diese Mautaudor-Phönixe kann man nicht bauen. Als Reaktion auf massive Xenon-Vorstöße in Grenzsektoren der Teladi. Das ist schon mal gut zu wissen, weil ich habe gedacht, man kann die bauen. Aber dem ist dann halt auch nicht der Fall. Okay, dann können wir wieder zurückfliegen. Dann böse auf uns werden von Heimat des Lichts, weil wir uns ja bei der Teladi-Union versuchen beliebt zu machen, können wir nach und nach die Schiffe mal entern. Die Marauder-Schiffe. Bloß das könnte recht interessant werden, weil die nämlich so ein paar Waffen haben, wo ich am liebsten fernbleiben würde. Die Schützeverbrecherflotte nähert sich. Ich fürchte, Ihr Optimismus ist vielleicht fehl am Platze. Dann können wir wenigstens noch ein bisschen Ruf pushen bei Herz von Albion. Jetzt müssen wir halt ein bisschen warten, wo die Schiffe herkommen. Dann können wir, jetzt schauen wir mal kurz, ob das noch genügend Geld hat. Details. Okay, die Station wird schon gebaut. Und das Geld hat auch gut gereicht. Dann dürfte das auch bald fertig sein.
Station macht guten Schaden. Gefällt. Der ist noch mehr kaputt. Weit weg. Wäre unschön. Zumindest nicht für mich, aber muss doch nicht sein. Dann mach mal den kaputt. Übrigens, diese Sternen, das Sternlicht, die Rakete, die ist nicht so effektiv wie Solarjäger. Raketen. Die Solarjäger machen sogar noch guten Stück mehr Schaden. Ja, die Nova-Drohnen sind eigentlich die Drohnen, die Raketen, die am meisten Schaden machen. Aber man braucht die Nova-Drohnen, um die. Wenn man dann doch irgendwann mal ein Schiff, zum Beispiel wie das jetzt hat, wo man entern will und auch Hüllenschaden dann anrichten will, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist es sogar erst praktischer, Überfall-URV zu haben. Weil die sind recht stark. Und mit denen kann man auch recht viel anstellen mit dem Überfall-URV. Und die machen sehr viel Schaden. Und man muss halt bloß erstmal schauen, dass die ganzen Abwehrsachen kaputt sind. Die ganzen Geschütze. Aber ansonsten müsste man generell keine Probleme mit dann haben. Wie viel habt ihr es noch? Wie viel haben wir? 38 und hier haben wir Basen. Enter. Lass uns zuerst sicherstellen, dass es keine unangenehmen Überraschungen gibt. Dieser Punkt sieht so brauchbar aus wie jeder andere auch. Starte Kapseln. Lass uns sicherstellen, dass sie dort in einem Stück ankommen. Die haben keine Nova-Drohne. Starte in Richtung Ziel. Habe ich gerade festgestellt. Diese Balor hier hat keine Nova-Drohne. Die erste ist angekommen. Willst du, gut, es geht, wenig Schaden an der Balor machen. Dann keine Kapseln fliegen mehr umher. Lass uns hier bleiben. Vielleicht können wir helfen. Dann gehen wir mal ins Sinzer, dann geht das schneller. Vorwärts! Zwei Veteranen verloren, super. Das war jetzt nicht so, wie ich das mir vorstelle. Keine Marines verloren, das ist schon mal ein Weltenbesser. Wenn du die Hackerdrohne nutzt, können wir den Prozess beschleunigen. Übrigens, hier, vor allem in dem System, wo wir jetzt sind, liegen recht wenig Pluto-Schiffe rum. Das ist wirklich gut zu wissen, dass hier recht wenig Pluto-Schiffe sind. Jedenfalls brauchen wir zwei neue. Eine Hackerdrohne wird dir dabei helfen. Nutze sie einfach und ich leite dich an. Neue Marines. Dieses Schiff hier, die Balor, verkaufen wir natürlich
an Herz von Albion. Ja, diese gute Drohne. Das Zielobjekt steht vollkommen unter unserer Kontrolle. Gute. Großartige Arbeit. Passen Sie darauf auf, während wir einen neuen Kommandanten holen. Info. Oh. Zu Ihren Diensten. Kommen Sie zurück an Bord. Dann brauchen wir wieder eine kleine Besatzung. Und jetzt? Jetzt müssen Sie wohl oder übel mit mir auskommen. Das ist das geringste Problem. Pilot, ich habe hier ein paar großartige Angebote. Okay. Sie werden es niemals bereuen, mich eingestellt zu haben, Sir. Der Verteidigungsmanager könnte mir einen Strich durch die Rechnung machen. Details. Das ändern. Nein. Wo haben wir das denn? Hier. Der Verteidigungsmanager. Ja. Jetzt haben Sie mich. Mit all meinen Fehlern, Nachteilen und Mängeln. Das ist das geringste Problem. Alles klar. Ich habe es mir an Bord gemütlich gemacht. Ich habe es mir hier hinten gemütlich gemacht. Auf die Innendekoration könnte ich allerdings verzichten. Ich habe es mir hier hinten bequem gemacht. Haben die irgendwie noch Drohnen? Valor, das und das. Da sieht man, was die noch brauchen. Ja. Ich bin an Bord. Machen Sie hier hinten denn nie sauber? Hier können wir eigentlich ganz gemütlich mal andocken. Dies ist die Albions Gang. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Sieben. Eins. Und jetzt? Ich begebe mich zu meiner neuen Dienststation. Und die sieht hoffentlich nicht wie eine Müllhalde aus. Hallo, mein Freund. Ich fange mit meiner neuen Aufgabe an, Sir. Danke für Ihr Vertrauen. Und der Letzte, der hier arbeitet. Ich mache mich an meine Station, wenn jemand den ganzen Müll rausgeräumt hat. Okay. Können wir ja wieder zurück. Wir können ja das Schiff nach und nach in unsere Staffel noch aufnehmen. Jetzt schauen wir trotzdem noch mal nach, wie viel hier. Keine Panik, Jungs. Papa ist jetzt da. Während wir jetzt zum Highway fliegen, ...39, wenn wir jetzt noch zwei von denen Rekruten kaufen, dürfen wir auf 40 sein. Erreiche Edelsteinmanufaktur. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Das ein oder andere Schiff zerlegt. Glückt auch mal auf, Mann. Überhaupt und der Rest. Nein. Notung von Blutteich.
Jetzt könnte man theoretisch warten, bis das alles repariert ist. Und dann verkauft man die Balor. Beim jetzigen Zustand wird man ein bisschen was kriegen. Können ja mal nachschauen. Nee, das war das. Hier handeln mit. Tagchen. Tag auch. Verkaufen. Balor wird man jetzt seit 4 Millionen kriegen. Das ist noch ein bisschen zu wenig. Für meinen Geschmack. Und da warten wir doch etwas, bis die repariert ist und dann wird die verkauft und dann können wir noch ein paar Sachen dann kaufen. Besser sagen, unsere Station entweder aufrüsten noch. Und wir, wie gesagt, wir werden jetzt erst einmal schauen müssen, dass wir in Heimat des Lichts hier, wenn man die erste Station, ich war hier, District 6, hier, dass wir, wenn man diese Station hier fertig ist, als auch weiter komplett ist, dann bringt sie mehr als nur 2000 Credit, 2 Millionen Credits. Lastenwerfer haben die. Jetzt können wir auch mal kurz nachschauen. Oh. Ah, da war ich falsch. Dahin. Hm. Dauert noch ein bisschen. Ah, auf 63% ist es jetzt.